Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zur, ja, einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute die wahrscheinlich letzte Weekend League. Ich versuche auf jeden Fall die 40 Spiele zu machen. Es ist schon ein bisschen spät eigentlich, um anzufangen. Es ist schon freitags 18 Uhr. Ist nicht optimal. Ja, ich war den ganzen Tag unterwegs und jetzt nehme ich noch auf. Da werde ich wahrscheinlich noch schneiden müssen. Ich sag wahrscheinlich letzte Weekend League, weil wir noch zwei weitere haben. Und ich plane eigentlich die beiden zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich halt alle 40 Spiele von den letzten zwei Weekend Leagues durchzuspielen. Ich will auf jeden Fall, denke ich, für diesen Monat noch Gold 3 zumindest holen. Ja, Gold 3, damit wir nochmal, ja, zum Abschluss drei gute rote Karten ziehen können. Und jetzt stelle ich euch meine vorab finale Road to Glory Team vor. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Das ist es geworden, Freunde. Das ist es geworden, Freunde. Also, wir haben in der Startelf jetzt, ja, ihr seht's, Team of the Year Cristiano Ronaldo für 3,23 Millionen geholt. Ja, ist viel Geld, aber ich erkläre euch gleich auch, warum ich mich für Team 1 entschieden habe und nicht Team 2. Ja, es war, wie gesagt, die Abstimmung war bei 50-50. Es war wirklich vielleicht maximal 55-45 für das eine Team. Und dann habe ich überlegt, ich habe noch ungefähr 1,2 Millionen Münzen, wenn ich Petit verkaufe, 1,5 bis 1,6 Millionen, ja. Ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, diesen Jungen zu verkaufen. Ich konnte es einfach nicht, Freunde. Er ist so lange in diesem Team dabei gewesen und ja, ich weiß nicht, mal schauen, vielleicht noch. Weil ich habe ja gesagt, das ist das Vorab-Finale Road to Glory Team. Dann habe ich mich entschieden, ey, ich probiere es aus, ich hole Thierry Henry rein. Wir haben den für 1.011.000 Münzen bekommen. Der hat mir halt in der World Cup Mode richtig gut gefallen. Ich dachte, ey, komm, ich bring ihn einfach rein jetzt, weil ich habe 1,1 Millionen Münzen, 1,2 Millionen glaube ich sogar, 1,2 Millionen Budget. Ich kann mir eigentlich fast gar keinen besseren holen. Ich hätte mir jetzt alternativ hier jetzt Timothyson Reus und Timothyson Salah hinstellen können. Aber ich dachte, viele von euch haben geschrieben, dass Alexandrini, Fudi Alexandrini, gar nicht so schlecht ist, sogar besser als, ja, Salah, ja, zumindest besser als One-to-Watch, besser als Timothyson Salah, weiß man nicht, aber wie gesagt, die Werte sehen ja auch hier sehr, sehr krass aus und sehr ähnlich zu Timothyson Salah und man muss hier sagen, er hat noch 4-Star-Weak-Foot dazu, ja, also nicht schlecht und das ist, wie gesagt, mein vorab-finales Team. Warum vorab, ja, ich habe eine kleine Idee noch im Kopf. Ich habe euch ja gesagt, ich habe noch, ja, hier 94.000 auf der Bank. Ich habe noch, ich glaube, zwei Team of Season Banner zu verkaufen, das heißt, da nochmal 100.000 und nochmal ein paar Special Karten. Das sind, sagen wir, 304.000, die ich noch auf der Bank hätte. Warum habe ich jetzt nicht Dings geholt, ja? Warum habe ich jetzt nicht Team of the Year Messi geholt? Das begründe ich euch jetzt hier. Einfach, ich habe geplant, mit 1,2, 1,3 Millionen für ihn zu bezahlen. Und der ist einfach auf 1,7 gestiegen, hier 1,8. Also 1,7 hätte ich ihn vielleicht noch bekommen, wenn ich geduldig wäre. Und das ist einfach 500.000 mehr, als ich geplant habe. Deswegen habe ich mich für Ronaldo entschieden, weil für ihn habe ich 3 Millionen eingeplant und habe 3,2 bezahlt, ja. Der kostet momentan 3,6 sogar, also ihr seht, das ist zum Beispiel auch irgendwas, was man vielleicht für das nächste FIFA mit reinnehmen kann, mit Trading. Ich weiß noch nicht, ob ich nächstes FIFA Road to Glory mache oder bezahle, weil wenn ich leicht paye, also wie ein normaler Mensch, vielleicht 50 Euro im Monat, kann man viel, ja, in Trading mit damit machen. Und das hat mich auch gestört. Ich war in der Web-App, habe auf ihn geboten, 3,114 Millionen und auf einmal bin ich rausgekickt worden. Also das hat mich auch abgefuckt. Und hier seht ihr, ich habe mir alles angeguckt. Salah, Suarez, Hazard, Neymar. Ich habe mir alle angeguckt, Reus. Ich habe mir natürlich, wie gesagt, mir angeschaut, wo, ja, kriege ich den besten Preis raus. Und das war eigentlich bei Ronaldo, weil ich nur 200.000 mehr bezahlt habe, wie geplant. Ihr kennt mich ja, ich war zu verpeilt und hat dann einfach wieder die Spieler zu spät gekauft und gleich gestiegen. Aber wie gesagt, geht noch für Ronaldo. Und der ist ja jetzt noch weiter gestiegen. Jetzt gehen wir hier kurz die Transferliste durch. Woher ich die Münzen habe. Ja, Nari gezogen, in der letzten Folge verkauft. Dann Babu verkauft, 34.000. Bender überteuer verkauft, 30.000. Roberto 40.000. 27.000. Hernandez. Wie gesagt, die meisten hier, die habe ich ja für 21.000, 22.000 eingekauft. Hier jetzt mal 4K plus. Klick verkauft, überteuert, 31.000. Luzano verkauft, 32.000, Versalco, Götze, Malcolm, 31.000, habe ich Minus gemacht, den habe ich für 230.000 damals gekauft, dann Mariano, Adan, 30.000, 98.000, überteuert verkauft, hier wieder, den paar Tausend plus gemacht, dann habe ich angefangen, ein paar Silberspieler noch zu verkaufen und hier sehen wir den Big Boy, den Big Man, ja,
habe ich auch einen Screenshot, glaube ich, hier jetzt eingeblendet. 1616 Spiele für 446.000 gekauft. Ja, musste halt gehen für eine bessere Version. Dann haben wir hier Alexandrini, Nummer 20.000. Dann hier mal ein paar Silberspieler. Son muss ich verkaufen. Auch mega Minus gemacht. 750.000 habe ich, glaube ich, eingekauft. Die geht jetzt über 250.000. Hier wieder überteuert verkauft. Also mit Bender habe ich eigentlich echt gut Profit gemacht, obwohl keine SBC dazu kam. Und dann habe ich die halt angefangen, günstiger so wegzuhauen. Für 24.750. Ja, weil ich die Münzen dann jetzt langsam gebraucht habe, um das Team fertigzustellen. Jetzt seht ihr die 24.500 bis 750. Habe ich die alle dann weggehauen. Hier immer weiter mehr, zack, zack, zack. Ihr seht die alle weggehauen, weil ich die... Weil auch hier mache ich pro Bänder, glaube ich, 2500 Münzen Profit, ja. Also ich glaube, ich habe schon mit den ganzen Bändern, ja, überteuer verkauft, 150 bis 200.000 Profit gemacht, ohne dass die SBC kam, die... Ja, dass sie steigen. Und das war's, ja. Das war's von der Transferliste und meine Verkäufe und Einkäufe. Gold 2 Belohnung habe ich hier noch abgeholt. Machen wir vielleicht am Ende dieses Video auf mit 19 Uhr. Vielleicht irgendwas Cooles angekündigt wird. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange. Gehen mit diesem Team ins allererste Spiel von der Food Champions Weekend League. Mal schauen, wie wir abschneiden werden. Das ist, wie gesagt, mein bestes Team, was ich bis jetzt gebaut habe in diesem FIFA. Und ich denke, das sieht richtig nice aus. Wie gesagt, noch nicht mit dem Team of the Year Ronaldo gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass er nicht schlechter spielt als die normale Version. Henri nur in World Cup Mode. Mal gucken, wie der sich spielen lässt. Und Alexandrini, schau ich mal. Wenn er nicht gut spielt, tue ich einfach halt wieder Salah rein. Und wie gesagt, bis nächste Woche, wenn ich die Weekend League vielleicht auch wieder spiele, ja, können wir, theoretisch, habe ich ja gesagt, Team of the Year Messi hier reinstellen und hier ein ZM Luzano. Ja, und wir verkaufen Henri wieder. Das wäre auch eine Option. Könnt ihr mal unten im Kommentarbereich schreiben, was findet ihr besser, Henri und Alexandrini oder Luzano mit Messi. Aber muss hier auch sagen, wenn ich diese Mannschaft behalte, werde ich wahrscheinlich dann auch hier unten noch Team of the Year Dreher reinstellen können, weil die halbe Million werde ich noch zusammenkratzen können. Und ja, dann müsst ihr entscheiden. Team of the Year, Dreher, Henri und Alexandrini oder Luzano, Buffon und Team of the Year Messi. Das wäre aber halt geil, ne? Linke Seite Team of the Year Ronaldo, rechte Seite Team of the Year Messi. Und dann würde ich sagen, haben wir echt genug geschnackt. Gehen ins erste Spiel. Let's go. So, Freunde, der erste Gegner mit meinem neuen Team. Spielen wir gegen... Alter, das ist eigentlich ein nicht so starkes Team, muss man sagen. Das ist doch der eine von The Journey drin noch. Ibra, Defoe, das Team ist nicht gut. Also müssten wir easy schlagen mit unserem neuen Mega-Team. Das ist jetzt sowas wie eine Live-Reaction-Live-Test. Ja, ich habe, wie gesagt, mit den drei neuen Spielern noch gar nicht gespielt. 4-2-2-2 ist die Formation, mit der ich reingehen werde. Ist Standard bei mir. Cristiano Ronaldo, rechter Stürmer. Und so passt das. Henri, rechter ZOM-Spieler. Alexandrini, linker ZOM-Spieler. Schauen wir mal, was wir reißen können. Let's go! Boah, Alexandrini mit dem ersten Schuss hier. Ja, leider drüber. Das war das Kampf vom Gegner. Komm mal mit links testen. Totti, Cristiano Ronaldo, mach ihn doch bitte. Boah, Defoe, ich hab euch gesagt, der ist gut. Den muss ich eigentlich noch auf die Bank setzen. Also ich will jetzt nicht wieder über das Gameplay meckern, aber ja, das ist alles andere als optimal. Aber ich werde nicht drüber meckern. Trotzdem, wie gesagt, das ist so träge alles. Du spürst einfach gar nicht, wie geil die eigentlich die Spieler sein sollten. Alter, guck mal, wie delayed der Heal-to-Heal-Flick kam. Aber ja, ist reingegangen. Ich meine, ich habe jetzt fast nur abschlussstarke Spieler vorne. Zumindest die zwei Stürmer sind richtig stark, die zwei Ronaldos. Ich muss noch ein bisschen testen, wie Henri sich in diesem Modus spielen lässt und auch natürlich wie Alexandrini sich spielen lässt. Sonst kommt Salah natürlich rein für ihn. Hier, guck mal, das hasse ich immer. Der macht erst einmal diese Antäuschung von Übersteiger, bevor der den Heal-to-Heal-Flick macht. Ohne Sinn. Komm, Henri. Alter, und das war... Auch jetzt erinnere ich mich auch nochmal. Damals habe ich Henri nicht gefeiert, weil seine Leihversion auch nicht gut war. Deswegen habe ich ihn eigentlich gar nicht so gefeiert. Aber im World Cup Mode war er halt richtig gut. Weil man da auch richtig geil mit ihm dribbeln konnte. Aber ja, teste ich nochmal ein bisschen aus, diese Weekend League. Komm jetzt, Ronaldo!
Team of the Year und Nilo. Also ich erwarte noch krassere Schüsse, noch krassere Tore von dem. Und ganz ehrlich, solche Schüsse erwarte ich, dass sie easy reingehen von einem Team of the Year und Nilo. Oh ja, und da ist der Gegner schon raus. Ja, ich denke, vielleicht mache ich sogar, je nachdem wie lang das zweite Spiel ist, sogar drei Spiele in diesem Video, weil ja, das war ja ziemlich einseitig und sehr schnell vorbei. Ganz kurz mal die Statistik angucken, FIFA, also Tore von den zwei Ronaldos, eine Vorlage von Henri und von Vieira, und wenn ihr hier seht, ja, war es sehr, sehr eindeutig, ja, auch laut der Statistik, aber er war auch viel schlechter vom Team her, deswegen, ja, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ein zweites Spiel und schauen mal, ob ich noch ein drittes Spiel reinhaue. Let's go. So, Freunde, der zweite Gegner. Mal gucken, was er für ein Team hat. Das ist natürlich schon sehr viel besser als das letzte Team. 99er Suarez. Bin mal gespannt. Die soll ja auch richtig krass sein. Normale Dembele-Karte. Depay. Ja, ist schon nicht schlecht. Fekir. Also, da sind ein paar gute Team- und Season-Spieler von Ligue 1 dabei. Oder Ligue 1. Und ja, schauen wir mal, was der gute Suarez reisen kann gegen mein neues Team. Let's go. Boah, was eine Beweglichkeit beim Team of the Year Ronaldo drauf ist und ey. Ich muss auch die 7 ihm geben, sehe ich gerade. Ich habe 17 drauf. Aber was war das denn für ein Tor, meine Freunde? Stark gehalten von, ich glaube, Lecomte und dann, ja. Boah, das Team ist so brutal. Ey, das Team ist so brutal. Das ist der nächste Rage Quit oder was? Ey, dieses Team ist incredible. It's absolute fucking pay to fucking win, wenn ich bezahlt hätte. Aber ey, ja, Freunde, was soll ich da sagen? Hau mir ein drittes Match rein, weil das war ja genau wie das erste Spiel. Und wenn so die Weekend League für mich abläuft, habe ich kein Problem, 40 Spiele am Wochenende zu machen. Wenn zack, Tor raus, zack, Tor raus. Let's go ins dritte Match. So, Freunde, der dritte und letzte Gegner für dieses Video, egal was passiert, hat wieder ein nicht so gutes Team. Also, keine Ahnung, was das Matchmaking ist. Ja, ist halt am Anfang noch so. Ja, das sind die ersten drei Spiele, die ich euch gezeigt habe. Darf ich auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber eigentlich muss ich ihn mit meinem Team überrennen. Ja, das sind kaum Special-Karten dabei. Also, schauen wir mal, Freunde. Vielleicht ist es ein Pro, der will irgendwie noch was beweisen. Keine Ahnung. Nein. Er spielt eigentlich halt um sein Leben, ne? Ah, ist halt, wie gesagt, ich will nicht über das Gameplay meckern, aber es ist halt wirklich träge. Aber ich muss den eigentlich überrennen mit so einem Team. Keine Ausreden, wenn ihr gesucht. Thierry Henry und dann mein Auto. Ja, Rebound-Schuss. Ich habe nichts gedrückt. Und da schießt mein R9 natürlich automatisch für mich ins Tor. Danke. Keine Ahnung, wie gesagt, habe ich schon mal bemängelt. Eigentlich dürfte der nicht schießen, weil ich nichts gedrückt habe, aber ich sag auch nicht nein, ne? Komm jetzt! Ronaldo-Kombo. Guck mal, er greift nicht mal an. Guck mal, was macht der Typ da? Bei gutem Gameplay wäre er schon vorher dann gewesen. Guck mal, ich laufe einfach und er will nur Passwege zumachen. Das ist so dumm. Bei einem guten Gameplay, Freunde. Sofort tot, diese. Das war Gameplay in Woche 1. Wo du einfach nicht nur so eine Scheiße machen kannst, zurücklaufen, Passwege zumachen. Da wirst du bestraft. Ganz drüben ist er. Na, ey, was? Dann ist es Laurent Blanc, meine Freunde. Ja, 4-1. Ja, er hat, glaube ich, jetzt geöffnet. Also er mauert nicht nur hinten und versucht nur so den Stil zu spielen, weil wer zwei Tore hinten liegt, muss natürlich öffnen und ja, riskanter Spiel und dann entstehen natürlich solche Tore jetzt. Ja, nein. Mit einem perfekten Abschluss, meine Freunde. Ja, ganz am Anfang, weiß ich noch, habe ich seine Finesse-Shots bemängelt, mich beschwert, aber muss nur wissen, ja, welche Positionen zu seinen Finesse-Shots passen, ja. Die sind halt ein bisschen anders als von anderen Spielern, aber dann, wenn ihr das wisst, gehen die auch locker easy rein, Freunde. Ja, die erste Halbzeit war sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr schwierig gegen ihn, weil er halt, glaube ich, auch sehr defensiv gestanden ist.
sehr viel auf Ballbesitz gespielt hat. Ich meine, das ist legitim und das muss man, glaube ich, auch gegen ein besseres Team machen. Aber ja, ich hoffe, ja, ich habe, soweit ich das verstanden habe, sollte in FIFA 19 Druck ausüben, viel besser gehen und dann kann man auch nicht mehr immer nur, sag ich mal, ja, den Ball hin und her schieben und warten, bis der Gegner, ja, eine Lücke aufmacht. Ja, also, ich brauche wieder nicht der beste Verteidiger, dies, das, also. Aber wir stehen hier jetzt nach 3 Spielen bei 3 Siegen. Sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sehe schon ein bisschen, ja, wo die Stärke von Team of the Year Ronaldo ist gegenüber vom normalen Ronaldo. Schießen scheint noch mal ein Ticken besser so sein. Ja, ansonsten Dribbling, Ballannahmen, kann ich auch nicht viel sagen. Das Gameplay war wirklich einfach nicht gut genug. Es war voll träge. Also, muss ich mal gucken. Also, wenn das Gameplay vielleicht jetzt die kommenden Spiele besser wird, werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Review geben nach den 40 Spielen. Und bis jetzt hat es mir aber gefallen, das Team. Ja, sehr, sehr gut. Henri ganz gut. Alexandrini war eigentlich auch ganz okay, obwohl er bis jetzt nichts gemacht hat. Ja, komisch. Eventuell muss ich doch Salah bringen. Vielleicht auch Team of Season Salah. Mal schauen. Oder, ja, den guten Team of the Year Messi reinholen. Schreibt mir mal in den Kommentarbereich, was ihr darüber denkt, welches Team wäre besser. Ja, das wäre dann auch mein finales Endteam. Das müsst ihr auch bedenken. Und ja, wir haben noch einen Bender verkauft. Ich habe jetzt, glaube ich, noch einen übrig. Das wären nochmal 25.000 und dann noch ein paar Special-Karten. Also wir wären bei 200.000, 300.000. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal die Packs auf. Es kamen keine Special-Karten raus, keine irgendwas SBCs. Also es ist jetzt Freitag, 19.28 Uhr. Es wird heute wahrscheinlich noch hochgeladen, das Video. Und ihr seht, einfach nur enttäuschen, absolut nichts. Keine neuen irgendwie, was weiß ich, ja, Special-Karten in den Packs. Traurig, ja, meiner Meinung nach. Ja, statt irgendwas zu machen, aber dann würde ich sagen, machen wir die Packs noch auf. Worauf sollen wir warten? Ich rate, also ich bin ziemlich sicher, es kommen halt keine Special-Karten mehr in den Packs. Dann können wir die auch aufmachen und hoffen, dass wir ein Juventus Cristiano Ronaldo ziehen. Wir ziehen hier zumindest erstmal ein 83er aus dem seltenen Goldset, aus dem 25k-Pack. Ist, denke ich, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir das erste 55k-Pack auf. Seltenes Megaset, come on. Ist das ein Team of the Week? Nein, ist eine normale Leinwand. Italien, dort ist es Buffon? No, ist es 83er Kunsigli. Brauche ich, wie gesagt, die eigentlich nicht nachgucken. Ich gehe mal davon aus, dass sie so 1.500 maximal kosten. Ja, die Silberspieler schicke ich mal auf die Transferliste und check später die Preise von denen. Vielleicht gehen die ja für was. Und dann machen wir auch schon das allerletzte Pack für dieses Video auf. Come on, let's go. Würde mich natürlich über ein Team of the Week freuen. 55k-Pack ohne irgendwas. Geil! Ja, also ich muss auf jeden Fall auf Elite spielen, diese Weekend League, sonst lohnt sich das gar nicht. Also ihr wisst, was für ein 100k-Pack dann rauskommen wird. Einfach ein Müllpack, 100% sicher. Immerhin 1500 Münzen noch bekommen, aber ich muss auf jeden Fall, oh ja, die Asiatin behalte ich. Muss ich auf jeden Fall auf Elite spielen, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, was das vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen Rage dabei, aber glaube auch nicht so viel. Deswegen passt das, denke ich. Und ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung, welches Trio euch besser gefällt in diesem Team noch, ja. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden, ja. Und dann würde ich sagen, check auf jeden Fall auf meinen zweiten Kanal mein Pokémon Go Video ab. Das habe ich erst auch eben noch hochgeladen. Wer auf Pokémon Go steht. Kam jetzt länger nichts mehr, aber jetzt wieder ein bisschen aktiver auch auf dem Zweitkanal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, euer Casey ist raus und wir sehen uns spätestens Mittwoch auf der Gamescom wieder. Bis dann, ciao!